Es segne und begleite euch und alle, die euch nahestehen, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mir ist am Segen Gottes schon sehr viel gelegen. Auch tatsächlich, wegen unserer Pferd, schon allein, als Amira geboren wurde, ist alles ohne Komplikationen verlaufen und es war wirklich gut. Sie wurde auch geboren am 3. Mai, am Geburtstag meiner Mutter. Da wäre die 90 geworden. Und meine Mutter, der war das Heiligkreuzfest immer sehr wichtig. Und irgendwie ist das für mich eine Verbindung, ja, zu meinen Eltern. Und deshalb ist das emotional wichtig für mich. Und ich mache das gern. Gell, Amira? Die ist jetzt blau. 4. Und darf dieses Jahr das erste Mal mit. Bei uns im Stall hängt sogar ein Kreuz, damit unsere Pferde über ihrem Esstisch natürlich auch immer das Segen von unserem Christus. Das ist einmal der Gamio, der ist jetzt auch 20 Jahre alt und immer noch ein bisschen sauber. Ja, es sind halt immer noch Fluchttiere und wenn halt dann doch mal irgendwer losrennt, dass man oben bleibt oder wenn man fällt, nicht groß verletzt wird, ist eigentlich schon dann ein schöner, auch nicht nur Gedanke, sondern schön einfach zu wissen, man hat den Segen und ist irgendwie auch behütet. Also hier sind jetzt unsere Sättel vorbereitet, alle mit weißen Decker und wir ziehen uns nachher natürlich auch um mit weißer Reithose, Jackett, dass wir auch schick aussehen für die Reiterprozession. Einmal haben wir jetzt den Sattel drauf mit der weißen Decke, Bremse drauf mit Gebiss drinne, dass wir Bremse und Regelung haben. Genau, ich bin umgezogen, Freunde. Ja. Guck mal, wie das leuchtet. Guck mal, Pavel, wie schön wir sind. Dann seid ihr jetzt startklar? Wir sind startklar. So. Wir beginnen hier die Reiterprozession in Göttlingen. Hierher hat 1803 Abt Ulrich IV. Einen Teil des großen Wieblinger Kreuzpartikels gebracht. Und so bringen wir heute wieder am Heiligkreuzfest diese beiden Kreuzpartikel zusammen, um die Menschen in Wieblingen und aus der weiten Region, die heute kommen, und die Pferde damit zu segnen. Oh.